Architecture for Refugees sieht sich als gemeinnütziger Verein, der mit Geflüchteten arbeitet, und zwar zusammen an dem Ideal für eine offene Stadt. Für uns ist Architektur nicht nur das gebaute Haus, sondern auch der Ort zwischen den Häusern, die Stadt, wo wir uns begegnen. Und wir reden immer von der offenen Stadt, von der inklusiven Stadt. Es geht darum, sich nicht nur akzeptieren, sondern auch wirklich miteinander zu leben und sich kennenzulernen. Etwas vom Wichtigsten bei Architecture for Refugees ist die Niederschwelligkeit, die diese Community eigentlich bietet. Also, dass es egal ist, wer ich bin, von wo ich komme, was meine Geschichte ist, dass es Raum gibt, wo sich Menschen treffen können und wo sie gemeinsam etwas kreieren können. Und eigentlich durch das dieser Austausch zwischen den verschiedenen Gesellschaften und Schichten stattfinden kann. Ich bin jetzt Member mit der Community bei Oisi Küche, das heißt Küche-Team. Wir haben schon letzten Monat bei Festival Stadt für alle. Wir sind verschiedene Kulturen. Wir haben schon jeden Abend gekocht. Ja. Und ich bin professionell Tajin kochen. Wir versuchen uns eigentlich stetig zu vernetzen mit allen Menschen in der Stadt. Soll niemand ausgeschlossen sein. Wir organisieren Feste, kreative Workshops, haben Bauprojekte, weil wir gemerkt haben, sobald man gemeinsam wirklich was macht, was schraubt oder fotografieren geht, ist der Austausch irgendwie viel natürlicher und kommt in eine andere Tiefe. Ja, ich denke, es braucht Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Orte, an denen sich alle Menschen treffen können, sich wohlfühlen können, austauschen können und wo eben diese Inklusion stattfinden kann. Eine Philosophie, die wir alle vertreten, ist, sagen wir auch immer, einfach machen. Nicht nur kritisieren, was hier in der Schweiz nicht funktioniert, sondern mach's einfach besser, zeig, wie es positiv laufen kann. Ja, bitte. Ja, bitte.